Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine Flasche eines Schweizer Abfüllers hier auf meinem Fass, und zwar von der Firma Seven Seals. Die Flasche heißt The Age of Virgo, hat 49,7 Volumenprozente, kostet bei whisky.de im Shopsystem 52,90 Euro. Passen Sie auf, sind nur 0,5 Liter drin. Aber durch den höheren Alkoholgehalt kommt man da mit Verdünnung noch ein Stück weiter. Die Firma Seven Seals nennt sich Seven Seals, das ist das Buch mit sieben Siegeln. Also hier eine gewisse geheimnisvolle Herstellung, wobei der erste Schritt gar nicht so geheimnisvoll ist. Sie lassen nämlich ihren Whisky bei der Langathun-Brennerei brennen, allerdings nicht mit der Maische, die Langathun selber verwendet, sondern mit einer eigenen Maische, die sie da zur Verfügung stellen. Und nach dem Brand geht es dann in eigene Fässer, und in diesen eigenen Fässern liegt das Geheimnis, und da gibt es wohl auch Patente zu, denn dieser Whisky soll viel schneller reifen, als es andere tun. Das soll auf der einen Seite ökonomisch sinnvoll sein, man braucht weniger Platz und Raum zum Lagern, weil es schneller geht. Auf der anderen Seite ist es auch ökologisch besser, weil man nicht so viel Holz braucht, weil man nicht so viel Fläche belegt und nicht so viel Holzmasse da im Einsatz hat. Wie das nun genau funktioniert, sagt keiner. Das soll ja diese Seven Seals, diese sieben Siegel auf dem Buch bedeuten. Ich kann mir ein paar Sachen vorstellen, dass man zum Beispiel verschiedene Holzarten in einem Fass verwendet. Man könnte aber auch zum Beispiel die Trauben innen drin anfräsen, dass sich eine größere innere Oberfläche ergibt, dass man damit mehr Reifungsoberfläche, Kontakt des Whiskys hat. Ich kann mir auch noch vorstellen, gab es mal in Japan, das ist aber schon lange her, dass man Whiskyfässer mit Mikrowellen behandelt hat. Ich glaube, davon ist man wieder abgekommen, dass man damit also eine schnellere Zyklenzahl erreicht. Egal wie, dieser Whisky hat also seine Geheimnisse, und er soll so schnell oder viel schneller reifen als normale Whiskys, dass man also einen normalen Whisky hier gereift mit wenigen Jahren für 12 oder 15 Jahre Alter halten kann. Und die Firma Seven Seals ist zuerst auch rausgekommen mit einem Nicht-Whisky, der schon richtig wie Whisky schmeckte, der halt nur 1,5 Jahre mit diesem besonderen Verfahren reifen musste, um diesen Reifezustand zu erreichen. Dieser Whisky nun, The Age of Virgo, ist eine Nachreifung in sogenannten Double Wood Sauterne Casks. Double Wood klingt jetzt nach zwei verschiedenen Hölzern, nämlich wahrscheinlich amerikanische Weißeiche und europäische Eiche. Und in diesen beiden lag Sauternwein drin. Sauternes ist ein süßer Weißwein aus dem Süden von Bordeaux. Ganz berühmte Dinge. So, und das soll also nun eine Nachreifung in diesen Sauternfässern sein. Nicht soll, ist eine Nachreifung von diesen Sauternfässern. Gut, hier haben wir die Jungfrau mit dem 7S vorne drauf, hier ein bisschen Gold- und Kupferfarben mit dem Etikett vorne drauf geschrieben. Single Malt Whisky Sauterne Double Finish. Jo. Gut, dann schauen wir mal. Es ist kein Korken. Die wissen, wie man für hohe Qualität sorgt. Denn Korken können vor allem bei kleineren Brennereien oder sind vor allem bei kleineren Brennereien sehr, sehr häufig ein Stein des Anstoßes, weil sie ja nicht die besten Korken typischerweise beliefert bekommen und es dann einige böse Überraschungen gibt, sodass mich das an dieser Stelle jetzt nicht stört, dass hier ein anderer Korken zum Einsatz kommt. Ja, toll, fruchtig-beerig im Antritt, rote Beeren, schwarze Johannisbeeren, aber dann auch eine dunkle Note nach Trockenobst, nach so Dorffeigen. Darüber wieder eine frische florale Note. Und im Hintergrund Vanille und Crème Brûlée, wie es ja einer deutlichen frischen Eichenfassreifung entspricht. Ja, sehr angenehm, sehr mild in der Nase, trotz den 49,7 Volumenprozente. Das heißt, hier ist eine ganze Menge an Aromen übergekommen. Schauen Sie mal die Farbe an. Der ist nicht gefärbt. Das für eine relativ kurze Reifezeit. Da ist mächtig aus den Fässern was rübergekommen. So, probieren wir. Mhm.
Die 49,7 bringen einen starken Antritt auf der Zunge. Dazu sofort eine Eichennote, eine aromatische Eichennote. Ein bisschen klingt das auch nach europäischer Eiche. Vielleicht ist dieses Double Wood von Sauternes, vielleicht auch eine französische Limousin-Eiche, könnte auch sein. Und dazu eine leichte Zitrusfruchtnote, die mit den roten Beeren ein zusammengeht und wahrscheinlich aus dem Brennereicharakter kommt. Langkatun hat Pot Stills mit Rectifier und die tendieren dazu, diesen frisch-fruchtigen Charakter etwas zu konzentrieren. Ja, Langkatun fertigt also für Seven Seals diesen Whisky, allerdings mit einer anderen Maische, die sie einsetzen, und füllt dann dort die speziellen Fässer von Seven Seals ab. Und die gehen dann meines Wissens Richtung Luzern und dort ins Lager, wo sie im Prinzip dann diesen speziellen, A, der speziellen Fässern und B, der speziellen Lagerung ausgesetzt sind, um schneller zu reifen. Mein Sohn war da, gibt es ein Video dazu, finden Sie auch hier bei whisky.de bei dieser Flasche im Shopsystem, wo der Herr, der dafür verantwortlich ist, dann interviewt wird von meinem Sohn und dann so ein paar Aussagen zu dieser speziellen Fertigung von Seven Seals spricht. Weicher Abgang nach einer Zeit, ein bisschen, ja, was könnte das sein, ein bisschen Süße im Abgang, vielleicht ein bisschen Rohrzucker, Demerara-Zucker, könnte schon sein. Auf jeden Fall zeigt dieser Whisky eine deutliche Eichenkomponente, wie er sonst nur deutlich älteren Whiskys zu eigen ist. Und damit hat die Firma genau das erreicht, was sie will, nämlich einen höheren Anteil an additiver Reifung aus den Fässern. Und die Destillation mit den Rectifiern führt zu einem sehr sauberen Alkohol, sauberen Rohwhisky, dass man also hier diese lange Reifezeit zum Abbau der unerwünschten Bestandteile, der scharfen Feins und so, dass man die an dieser Stelle hier wohl nicht braucht. Also durchaus Patent, ja Patent haben sie auch, patentgereifter Whisky, der Besonderheiten zeigt, die man bei anderen Whiskys so nicht findet. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.